Willkommen zum heutigen Video, Teil 3 unserer Optionsserie. Heutiges Thema die Call-Option. Hier beide Typen, bei der Situation, ich kann sie kaufen oder verkaufen. Wann ist was sinnvoll? Wie sieht es aus mit dem Risiko? Das alles im heutigen Video. Am Ende auch noch ein Praxiseinblick und Alex wird eine konkrete Call-Option schreiben in seinem Depot in der TWS. Für Fragen schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden alle beantworten und so gemeinsam Options-Know-How aufbauen. Wenn euch die Videos gefallen, wir freuen uns über Like und Abo. Dann bekommt ihr immer mit, wann das nächste Video kommt. Und damit viel Spaß im heutigen Video. Wir legen direkt los. Was ist eine Call-Option? Wir haben die Optionstypen gesehen. Call-Option, Put-Option. Jetzt geht es um die Call-Option. Kann man sich auch merken als Kaufoption. Das heißt, wir haben hier links dargestellt den Käufer dieser Option. Er besitzt damit das Recht, eine Aktie oder genauer 100 Aktien zu einem bestimmten Strike-Preis kaufen zu dürfen bis zum Verfallsdatum der Option. Und wenn es jetzt soweit ist, dann kann der Käufer sagen, ja, die Kurssituation sieht so aus, ich mache jetzt von diesem Optionsrecht Gebrauch. Das bedeutet, er darf jetzt zu dem vorher festgelegten Preis vom Verkäufer die Aktien kaufen und gibt dafür den vorher vereinbarten Betrag aus. Formal, eine Call-Option ist eine Vereinbarung, welche dem Käufer das Recht, aber keine Pflicht, einräumt, einen Basiswert Heißt Aktien in unserem Fall zu einem bestimmten Preis Strike Preis und Ausübungszeitpunkt zu kaufen. Also als Eselsbrücke Call Option Kaufoption. Gucken wir uns jetzt zwei Arten an, zwei Situationen. Ich kann einmal eine Call, eine Kaufoption kaufen oder verkaufen. Long Call meint den Fall, wir kaufen die Call Option. Hier haben wir zum Beispiel eine Aktie, das ist der Kursverlauf über die Zeit und wir gehen davon aus, dass der Kurs sich noch weiter bullisch nach oben bewegen wird. Dann haben wir hier links die schwarze gestrichelte Linie, das ist das heutige Datum und rechts die blaue gestrichelte Linie, das ist das Enddatum, auf wann ich meine Option kaufe. Das heißt der Verfallstag Ausübungszeitpunkt der Call Option. Die blaue durchgezogene Linie oben, das ist der Strike Preis, das heißt, ich glaube, dass der Kurs der Aktie in dem Zeitraum der Option noch weiter nach oben steigt und zwar über den Strike Preis deutlich hinaus. Deshalb möchte ich als Long Call, das heißt, ich möchte eine Call Option kaufen um dann am Ende des Optionszeitraums zu dem, wie ich glaube, günstigeren Strike-Preis die Aktien kaufen zu können. Was muss ich dafür tun? Ich bezahle, um die Option, um das Recht zu erwerben, eine Prämie. Und dann schauen wir, wie es während der Laufzeit der Option weitergeht mit dem Kurs. Im Beispiel... Alles läuft so, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Kurs geht steil nach oben und am Ende der Laufzeit der Option ist der Kurs deutlich über dem Strike-Preis. Was bedeutet das jetzt? Zum Beispiel Strike 50 Dollar, die Aktie ist aktuell aber bei 80 Dollar. Perfekt, jetzt mache ich von meiner Option Gebrauch und kaufe jetzt von dem Verkäufer zum Strike-Preis 100 Aktien ab. Und mache dadurch einen schönen Rabatt auf die Aktie, weil eigentlich sind sie ja aktuell schon 80 Dollar wert. Oder ich sage mir, oh, ich brauche gar nicht oder ich möchte gar nicht die Aktien haben, aber meine Option, dieses Optionsrecht, das ich habe, das ist ja jetzt mehr wert. Und damit kann ich die Option während des Optionszeitraums auch verkaufen für mehr Geld, als dass ich sie damals eingekauft habe und mache dadurch einfach einen netten Cash-Gewinn. Schauen wir uns das Ganze in dem Gewinn-Verlust-Diagramm an. Das heißt, wenn wir hier unseren, auf der X-Achse ist der Kurs des Basiswerts am Verfallstag, das heißt durch die gepunktete blaue vertikale Linie dargestellt, dann sehen wir der, die Gewinnzone, die ist hier unendlich groß, weil je höher die Aktie nachher... Der Aktienkurs nachher gestiegen ist, desto, wert ist, desto mehr Wert ist das Optionsrecht, die Aktie zu dem günstigen Strike-Preis kaufen zu dürfen. Damit, je höher die Aktie nach oben durchbricht, desto mehr Geld bekomme ich, wenn ich die Option weiterverkaufe, oder desto günstiger, desto größeren Unterschied habe ich, dass ich die Aktie rabattiert einkaufen kann. Wenn wir unterhalb des strike gehen, das heißt, was wäre zum Beispiel der zweite Fall, wir hätten am Ende der Optionslaufzeit einen Kurs, der ist unter dem Strike-Preis, dann würden wir die Option einfach nicht ausüben, weil am Markt ähm, könnte ich sie ja jetzt aktuell günstiger kaufen als zum Strike-Preis. Dann hätte ich eben den Verlust von dieser vergeudeten Prämie. Das heißt, ich lasse sie wertlos verfallen, habe aber am Anfang die Option mal gekauft. Das ist mein Verlust. Begrenzt und absolut klar. Das war der Long Call. Das heißt, wir kaufen einen Call, eine Kaufoption. Jetzt gucken wir den anderen Fall an. Short Call. Das heißt, wir verkaufen diesmal eine Call-Option. Gleiches Beispiel. Wir haben wieder einen Kursverlauf mit einem Strike und verkaufen jetzt diese Call-Option. Auch wieder für einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, wir geben jemand anderen das Recht, von uns Aktien kaufen zu dürfen, zu einem festgelegten Strike-Preis. Was bedeutet das? Diesmal bekommen wir direkt mit Verkauf der Option eine Prämie, das heißt direkt Cash in the Tash. Und dann ist es aber entscheidend, wie sich der Kurs jetzt weiterentwickelt. Nehmen wir den gleichen Fall wie zuvor. Der Kurs steigt und über den Strike-Preis sogar hinaus. In diesem Fall ist es jetzt quasi unser Worst Case, weil wir haben ja jemand anderen das Recht verkauft, dass er die Aktie uns abkaufen darf zum Strike-Preis. Das bedeutet, entweder sage ich, ja, ich habe. 100 Aktien, die muss ich dem jetzt zum vereinbarten Strike verkaufen, zum Beispiel für 50 Dollar, obwohl ich sie eigentlich am Markt hier aktuell für 80 Dollar verkaufen könnte. Das heißt, dadurch realisiere ich einen Verlust. Ich könnte auch die Option zurückkaufen, aber dadurch, dass die Option jetzt ja wertvoller geworden ist, muss ich dafür mehr bezahlen, als ich anfänglich Prämie kassiert habe. Also mache ich auch hier einen Verlust. Und jetzt gibt es hier so eine rote Alarmleuchte. Und die ist sehr wichtig und aktuell in der Diskussion, AMC, Short Squeeze, wie auch immer, wenn man das hört, dass hier Hedgefonds vielleicht pleite gehen, dann ist es immer aufgrund von dieser roten Alarmglocke bei einem Short Call. Und zwar für den Fall, ich habe das naked gemacht. Das bedeutet, ich habe hier eine Call-Option verkauft an jemand, ich besitze aber gar nicht 100 Aktien. Und warum ist es jetzt so gefährlich? Naja, wenn ich nicht mal 100 Aktien besitze, ich trotzdem jemand das Recht verkaufe, er darf von mir 100 Aktien kaufen zu diesem blau gepunkteten Zeitpunkt zum Strike-Preis. Naja, wenn der das jetzt ausführt, das Recht, ich habe die Aktien aber nicht, das heißt, er möchte jetzt 100 Aktien von mir haben für 50 Dollar, ich habe die Aktien nicht, gut, ich muss ihn ich muss ihn beliefern, dann muss ich mir die Aktien einkaufen, egal welcher Marktpreis aktuell herrscht. Und wenn hier dieser Aktienkurs zum Beispiel gerade bei 5000 Dollar ist, also durch irgendein Ereignis extrem nach oben gepusht wurde, dann muss ich jetzt quasi für extrem viel Geld diese Aktien am Markt kaufen, damit ich sie dem Käufer, dem ich die Option verkauft habe, verkaufen darf. Und daran sieht man, dass der Verlust einfach nach oben hin unbegrenzt ist, wenn ich einen Short Call mache, das heißt, wenn ich einen, eine Call Option verkaufe. Und das sehen wir auch nochmal im Gewinn- und Verlustdiagramm dargestellt. Diesmal haben wir hier rechts der Pfeil, der ins Unendliche geht, im negativen Bereich. Wenn die Aktie, je höher sie geht, desto höher ist nachher mein Verlust und es gibt kein Cap nach oben. Wenn ich für die zwei anderen Fälle unterhalb des Strike-Preises am Ende bin, dann ist alles okay. Und das ist auch das Schöne an der Situation, wenn wir einen Call verkaufen. In zwei von drei Fällen, also wir haben gerade den Worst Case beschrieben, in zwei von drei Fällen ist aber unser Vorteil, nämlich der Kurs verläuft seitwärts einfach weiter oder er geht nach unten. In beiden Fällen. Haben wir diese Option verkauft, aber die würde der Käufer nicht ausüben, macht ja keinen Sinn. Ähm, und in diesen beiden Fällen waren wir einfach nur Stillhalter, das heißt, wir haben eine Prämie kassiert, danach ist nichts passiert und nach dem Ende der Laufzeit der Option ist sie wertlos verfallen. Wir haben unsere Prämie aber ja eingesteckt, mussten ansonsten nichts mehr tun, wir haben stillgehalten. Und das ist auch der Punkt, warum der Verkauf von Call-Optionen zum Beispiel oder generell der Verkauf von Optionen, das Stillhaltergeschäft, einen systematischen Vorteil hat, weil wir in zwei von drei Fällen gewinnen. Und damit uns die rote Alarmglocke nicht unsere Zukunft ruinieren kann, ist der Fall, dass wir nichts naked machen, sondern wir, wir würden nur ein... Covered Call eingehen. Also wir sind hier mit schönem Geldschnubbertkopf der Verkäufer. Das heißt, wir verkaufen jetzt einen Call und wir machen das nur covered. Das bedeutet, wenn wir sowas machen, ich sicher jemand anders ähm, das Recht zu, von mir Aktien kaufen zu können, dann habe ich die Aktien auch. Ganz wichtiger Punkt. Das heißt zum Beispiel hier, wir haben 100 Intel-Aktien im Depot. Dann kann ich auch ruhigen Gewissens jemand anders jetzt hier in diesem Beispiel eine Option verkaufen. Einmal Optionskontrakt auf Intel, Laufzeit bis 20. August, Strikepreis 50 Dollar und das Ganze ist eine Put-Option. Und in diesem Fall kann ich nachts ruhig schlafen, weil was passiert, wenn der Käufer am Ende sagt, ja, ich mache jetzt davon gebrauch und möchte jetzt von dir den, die Call Option einlösen die Aktien kaufen dann weiß ich ich habe die Aktien ich kann sie dir geben und ich muss sie nicht vielleicht mit unbegrenztem Verlust am Markt kaufen um sie dir dann geben zu können und das ist so der das Stillhaltergeschäft das heißt wir machen das Covered wir haben die Aktien wir bekommen eine Prämie und haben kein unbegrenztes Verlustrisiko wann ist jetzt eine Call Option sinnvoll Zwei Situationen. Wann ist es aus Käufersicht sinnvoll? Wann macht es Sinn, eine Call-Option zu kaufen? Zum einen, wenn ich zum Beispiel eine bullische Erwartung für eine Aktie habe, die aber sehr teuer ist. Also Amazon steht gerade knapp unter 3000 Euro. Jetzt habe ich vielleicht nicht das Geld, um mir eine Aktie zu kaufen. Dann könnte ich aber trotzdem eine Call-Option kaufen für deutlich weniger Geld. Und wenn der Kurs dann steigt, dann ist meine Option deutlich mehr wert am Laufzeitende und damit kann ich quasi auch mit weniger Geld hier profitieren. Das Zweite ist die Hebelwirkung. Ein Optionskontrakt steuert immer 100 Aktien. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Call-Option kaufe und... Am Ende der Laufzeit lief alles so, wie ich mir das gewünscht habe. Die Aktie steht deutlich höher. Ich habe aber hier diese Kaufoption zu einem günstigeren Kurs. Dann habe ich diese Kaufoption ja nicht nur auf eine Aktie, sondern auf 100. Und damit ist meine Option deutlich wertvoller geworden, als hätte ich nur eine Aktie gehabt, die zum Beispiel um 5 Euro gestiegen ist. Dann ist jetzt meine Option aber um deutlich mehr als 5 Euro gestiegen, weil diese Option ja 100 Aktien kontrolliert. Wann macht es jetzt Sinn, eine Call-Option zu verkaufen, also auf der Verkäuferseite zu sein? Es macht dann Sinn, wenn ich zum Beispiel Cashflow bekommen möchte, das heißt, ich habe Aktien und möchte jetzt noch eine Prämie einnehmen, dann könnte ich zum Beispiel eine Call-Option verkaufen. Ich kann mir so mit meinem Depot eine Zusatzrendite erwirtschaften. Oder für den Fall, ich habe eine Aktie, die möchte ich loswerden, ähm, aber habe mir da so ein, so ein Limit gesetzt, ähm, was ich noch dafür haben möchte für die Aktie. Und solange das nicht erreicht ist, lasse ich mich quasi fürs Warten bezahlen, weil im schlimmsten Fall verkaufe ich sie dann an jemand, weil ich ihm das Kaufrecht verkauft habe. Nebenher, bis der Fall noch nicht eintritt, sammle ich aber die Prämien ein. Das war die Übersicht zur Call Option. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentare. Wir schauen jetzt noch mal ganz konkret, wie das jetzt wirklich in der Praxis in der Handelsplattform TWS aussieht und schauen dazu ins Depot von Alex, der eine Call Option jetzt hier in seinem Depot schreiben wird. Viel Spaß in der Praxis und bis zum nächsten Video. Heute wollen wir einen Call verkaufen auf die Aktie Fastly. Die wurde uns in einem früheren Optionsgeschäft bei einem Cash-Secured Put eingebucht. Die Aktie haben wir so mit dem Depot. Ich habe sie jetzt schon ausgewählt, das heißt, die ganzen Kacheln sind jetzt schon auf Fastly eingestellt und da wollen wir jetzt einen Covered Call verkaufen. Oben sehen wir die Optionskette mit den verschiedenen Verfallstagen und den Strikes. Hier links die Calls, rechts die Puts. Heute wollen wir einen Covered Call verkaufen mit so einer üblichen Laufzeit, die wir gerne wählen, so von 30 Tagen. Die stellen wir jetzt hier ein. Dann sehen wir da die möglichen Strike-Preise, die angegeben werden. Und ich nehme immer ganz gern offensivere Strikes. Delta circa 20. Das wäre jetzt hier mit 50 ähm, US-Dollar der Strike-Preis. Das ist für mich auch. Von der Analyse hier aus dem Chart akzeptabel da sehe ich jetzt keine Probleme. Und das wollen wir jetzt verkaufen. Wir sehen den Spread ist zwischen 70 und 86 Cent. Je äh, Aktie. Ein Kontrakt beinhaltet ja 100 Aktien. Das heißt, das muss man mal 100 nehmen. Das heißt, unsere Prämie wird irgendwo zwischen 70 und äh, 86 Dollar sein. Um das jetzt zu verkaufen, klicken wir hier in, in diesem Feld auf die rechte Maustaste, verkaufen. Dann wandert der Call nach hier unten. So, jetzt ist ein Limit angesetzt. Ähm, wir wollen irgendwo zwischen 70 und 86 landen. Da fangen wir mal bei 82 an und schauen, ob wir dafür einen Handel zustande bekommen. Ich warte da immer nie ewig lang. Ich gehe dann gleich runter. Ich will es hinter mich bringen. 70 ist der letzte. Geldkurs, der letzte angebotene Preis, der bezahlt wurde. Das muss dem noch ein bisschen nähern. Order ausgeführt. Okay, mussten wir bis an den angebotenen Geldkurs gehen, um das abzuschließen. Ja, jetzt haben wir einen Covered Call verkauft und damit 70 US-Dollar Cashflow sofort eingenommen.